Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Soul Reaver. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und haben Sephon besiegt. Und ja, nun geht's weiter. Und ich werde zumindest noch bis zum nächsten Teleporter spielen. Quasi. Je nachdem, wie lang der Part natürlich ist. Aber ein Part will ich zumindest noch machen. So, nun müssen wir mal hier hin. Denn wir müssen wieder zurück, Marsch. Weil es so schön ist. Bärchen. Wo auch immer eben dieses flammende Licht herkam. So, ich bin froh, dass ich diesen Ort jetzt hier verlasse. Wir werden später für einige Extras wie das da zum Beispiel wiederkommen. Aber zum Glück haben wir bis dahin noch ein bisschen Zeit. Das müssen wir zum Glück erstmal nicht mehr tun. Zumindest bis zum nächsten großen Boss haben wir kurz danach haben wir Zeit. So, und jetzt probieren wir gleich mal Sephons Gabe aus. Denn jetzt können wir an solchen Wänden hochklettern. Aber wie der Ältere gesagt hat, nur in der materiellen Ebene. Weil in der Spektralebene sagt sich das, ja, sagen die Wände so, nö, du kommst hier nicht hoch. So. Öffne die Tür. Ganz fein. Gut machst du das, Raviel. Wie ein braver Nicht-Vampir. Unkoter Seelen-Knabe. Man weiß echt eigentlich gar nicht so genau, was Raviel sein soll. Ja, klar. Das den fressendes ich, aber das war's dann eigentlich auch schon, was man so grob über die neue Art weiß. So, jetzt müssen wir einmal wieder in die Welt hier. Das ist Lurk. Von euch will ich aber gerade nichts. Ich will hier einfach nur durch. Das nächste Level, was jetzt, oder Gebiet, was jetzt kommt, ist auf gewisse Art und Weise auch nervig. Aber von einer anderen Art und Weise. Zumindest sind die Gegner nicht ganz so schlimm. Sie sind zwar auch nervig, ja, aber nicht in dem Umfang. Sie geben keine komischen Geräusche von sich. So. Dann wechseln wir hier einmal wieder in die andere Welt. Hier sehen wir noch einmal das Heiligtum. Mal gucken, ob Ariel hier noch eine neue was zu sagen hat. Wie Leichen in zu flachen Gräbern steigt Fäulnis an die Oberfläche. Jenseits dieser Säulen hallen die Schreie des geschändeten Opfers. Ich finde es irgendwie lustig, oder ja, was heißt lustig, aber interessant, dass im ersten Teil, also in Blood Omen 1, Ariel da schon eine Rolle für Kain quasi hatte.
wo sie halt sich quasi um ihn ja gekümmert hat, ihm seine Aufträge gegeben hat. Und hier ist es ja quasi genauso. Jetzt will ich einmal kurz was wissen. Ich hätte das Gefühl, dass ich beim letzten Mal nämlich was vergessen habe. Okay, nee. Ja, Töchchen. Aber das ist nicht das, was ich gerade wollte. Oder nicht das, was ich gerade suche, besser gesagt. Bin mir nämlich unsicher, ob es hier nicht auch einen Teleporter gibt. Nein, gibt's nicht. Oh, das sieht echt cool aus. Vielleicht kriege ich davon dann einen Screenshot hin. Wir schauen einfach mal. Stimmt, die verwechselt das gerade mit einem anderen Raum, glaube ich. Nein, ich verwechsel es mit einem anderen Raum. So, hier wären quasi Türen, die man aber sowieso nicht benutzen kann. Den lassen wir dann mal legen. Euch lassen wir euch auch mal. Ich brauche euch alle nicht. Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid so unnötig. Und so Viecher, die braucht kein Mensch. Die alte Grabstätte der Seraphan. Einst war sie fest verschlossen. Jetzt aber, ausgeplündert während der Unruhen in Nosgoth, liegen ihre Geheimnisse offen da. Zur Zeit von Vorador, Jahrhunderte vor der Erschaffung Kains, kämpften die Seraphan-Kriegerpriester einen erbarmungslosen Kampf gegen die Vampirstämme Nosgoths. Beseelt von dem Wissen um die Gerechtigkeit ihres Kampfes, begingen sie unaussprechliche und wahllose Akte der Gewalt. Junge und Alte metzelten sie gleichermaßen dahin und dezimierten ganze Geschlechter in nur wenigen Jahrzehnten. Nun liegen ihre aufgebahrten Hüllen hier. Ja, und hier ist das, wonach ich gesucht habe. Hier ist auf jeden Fall ein Teleporter. Aber bis zu dem hier wollte ich nicht spielen, sondern bis zu einem anderen. Der kommt aber noch. Gut. Ich finde es ätzend, dass ich halt einfach die Kurzschalttasten hier nicht benutzen kann, um die Aufnahmen mal stoppen. Also ich muss hier wirklich durchziehen, was auf Dauer ein bisschen ätzend ist. Weil wenn mein Anruf oder so kommt, so schnell kann ich gar nicht raustappen. Okay. So, Raziel. Dann einmal die Welt hier. Wappne dich, Raziel. Eine vergessene Geschichte wartet dort auf dich. Erkenne dich selbst, auch wenn es dich vernichten könnte. Jupp. Ja, ja, ich habe euch auch mitgekriegt. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wichtig ist jetzt das, was kommt. Als ich den Stein zur Seite zog, entwich aus der inneren Kammer die Grabesluft. Ich war nicht gerüstet für das, was ich jenseits dieser Schwelle fand. Thank you.
Diese Grabgewölbe, geschändete Särge von Seraphan-Heiligen. Sie trugen die Namen meiner Brüder und auch den meinen. Kains blasphemische Taten und ihre Ironie enthüllten sich mir mit einem Schlag. Waren meine Hände nicht genauso blutig wie diese? Schlimmer noch, ich hatte das Blut meiner Brüder vergossen, eben jener Kameraden, deren Grabstätten verwüstet vor mir lagen. Ja, Raziel, du warst Seraphan, geboren aus derselben Kraft, die deine Art fast vernichtet hätte. Noch bevor das Reich anbrach, wart ihr seine Auserwählten. Kain, Noskots alleiniger, selbsternannter Herrscher, plünderte diese Gräber und entführte euch aus der Krypta. Indem er euren Gebeinen seine vampirische Gabe einhauchte, ließ er euch als seine auserwählten Söhne wieder auferstehen. Ja, das ist kein besonders, schönes Ereignis gerade für unseren kleinen Razi. Ja, wie wir hier sehen, liegen hier auf jeden Fall schon zwei Bekannte, oder eigentlich drei. Das war einmal Sefon, den wir gerade besiegt haben, und Mechia, dann unser eigenes. Und was das Interessantere daran ist, den guten Malek, den wir ja aus dem allerersten Herzblatt oben schon kennen. Und auch hier wieder für alle, die mein Blatt Om Let's Play nicht gesehen haben oder das Spiel allgemein nicht kennen, ist hier wieder eine kleine Spoilerwarnung. Dann am besten jetzt mal kurz vorspulen, denn ich werde jetzt nochmal ein kleines Flashback zu Blatt Om machen. Denn Malek hatte ja damals den, oder als Borador damals in die Festung der Hüter quasi eingedrungen ist, in diese Festung der Seraphan oder was auch immer das da war, kam der gute Malek zu spät, um den Kreis zu schützen. Denn er war eigentlich ebenfalls einer der Hüter, nur halt dieser, der Obermacker, der halt dafür sorgen sollte, dass dem restlichen Kreis nichts passierte. Und er kam halt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, kam halt zu spät, um das Ganze zu verhindern. Und wurde daraufhin von Mortanius, dem Totenbeschwörer, der Kain zum Vampir gemacht hat, in eine Geisterrüstung verbannt. Und ich könnte mir, ob so ist, weiß ich natürlich nicht, könnten wir halt vorstellen, dadurch, dass Malek, seine Leiche gab es zwar noch, quasi, die hing ja noch bei Mortanius unten im Keller, und, also in Avernus, glaube ich, war das, und, die Rüstung wurde, meine ich, von Borador vernichtet, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben dies der Grund ist, weswegen Malek keiner der auferstandenen Brüder von Raziel ist, sondern er wirklich tot bleibt und hier vielleicht jetzt auch keinen Sarg hat. Weil, wie uns ja auffällt, alle haben Särge, nur bei Malek fehlt einer. Weil es von Malek, glaube ich, einfach keine Leiche mehr gab. Oder zumindest sie nie hier aufgebahrt wurde. In dem Sinne. Ob es so ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Ich hätte mir auch alles noch dazu weit anlesen können. Da steht bestimmt irgendwas im Internet, aber ja. So, und ja. Drei von den ganzen Brüdern hier kennen wir noch nicht. Und zwar Rahab, Duma und Turell. Und mal sehen, auf welchen Bruder wir als nächstes stoßen. Und hier ist natürlich jetzt das Witzige, es gibt eigentlich nichts, wo wir hier raus könnten. Ich habe mich damals wirklich gefragt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, ganz einfach. Wir reisen in die spektrale Ebene und fallen einmal runter. Und kämpfen einmal hier gegen
die Dingensviecher. So, und ich werde einmal ganz kurz einen Cut machen. Also noch nicht den Part beenden, nur einen kurzen.